Hallo liebe Strandfreunde, hier ist er, euer Captain Olli. Ich führe euch heute durch die allererste Sendung von Helene Beach TV. Helene Beach ist mein absoluter Lieblingsstrand, denn nur dort werfe ich meinen Anker. Also lasst uns gemeinsam den Strand erkunden und bis zum Festival einen Blick auf alle relevanten Themen werfen. Die Künstler, ihre Kunst, die Location, die Bühnen, ein Blick hinter die Kulissen sowie Live-Mitschnitte vom Festival. Kadi, ich und alle, die wir sonst noch für euch ans Mike kriegen, werden für euch live berichten. Ahoi. So, ich habe gerade mit den Jungs von Revolverheld gefunkt. Und wisst ihr was? Die haben mich jetzt spontan eingeladen, rüber zu Sat1 zu kommen, mit denen ein Interview zu führen. Was sagt ihr dazu? Schön, dass ihr hier seid, ja, Revolverheld. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Oliver Krüger, ich bin der Strandkapitän von Helene Beach, ja. Und euer Schiff legt ja bald bei uns an, ja. Also in der letzten Juli-Wochenende habt ihr euren Auftritt. Freut euch schon. Ja klar, wir freuen uns sehr, wir haben nur Gutes gehört und freuen uns da auf ein großes Familientreffen. Bosse ist da, Jennifer Rostock sind da und mit denen haben wir schon ziemlich viel legendäre Backstage-Partys gefeiert und ich glaube, das wird nett. Ich hoffe natürlich sehr darauf, dass das Wetter gut wird und dann wird es, glaube ich, ein herrliches Festival. Also wir freuen uns auch tierisch, dass ihr da seid, ja, also auch von meiner Seite aus. Ja, was haben wir hier? Helene Beach ist ja ein Urlaubsfestival, ja. Ein toller See mit langem weißen Sandstrand, der längste zusammenhängende Binnensee-Sandstrand Europas. Deswegen interessiert mich eigentlich von euch, habt ihr einen Lieblingsstrand oder einen Urlaub, mit dem ihr irgendwie Strandtage, besondere Strandtage verbindet? Lieblingsstrand hat, glaube ich, jeder, ne? Also mein Lieblingsstrand ist auf Spiekeroog, eine Nordseeinsel, wo ich seit meiner Kindheit immer hinfahre, jedes Jahr, seit ich geboren bin. Ich bin ein ziemlicher Asien-Fan. Ich war auf Koh Phangan vor ein paar Jahren, das fand ich auch tierisch. Hatte so eine kleine Hütte direkt am Strand und es war sehr, sehr geil. Ja, ich bin auch Nordseekind, St. Peter-Ording, der Riesenstrand, der riesenbreite Strand ist auf jeden Fall schön weit und mag ich echt gern. Dann mache ich nochmal was anderes. Ich bin Ostseekind. Die Nähe zu Hamburg ist natürlich schön, da ist man in einer Dreiviertelstunde an der Ostsee und da bin ich natürlich von Kindheitsbeinen an immer hingefahren. Da würde euch auf jeden Fall das Festival... Wart ihr schon mal da, privat, auf dem Helene Beach Festival? Ja, nein? Okay, also ist auf jeden Fall sehr schön und sehr nice. Genau, nächste Frage. Thema Badehosen. Eng oder weit? Ja, also die Speedo-Dreiecke haben wir nicht am Start, so, aber es muss jetzt auch nicht die dicke Baggy-Pants sein. Also irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Bang. Ja. Aber keine irgendwie Tanga-Slips oder so. Nö, kannst du gerne abziehen. Ich hatte neulich, da war ich übers Wochenende mal an der Ostsee wieder und da hatte ich keine Badehose mit und da musste ich mir eine kaufen. Und vor Ort gab es wirklich nur die allerfurchtbarsten. Ich habe dann wirklich die genommen, die richtig Mut erfordert. Die hat ein so wildes Muster, dass ich selber erschrocken war. Aber ich denke, wenn schon alle hässlich sind, dann muss man auch die schlimmste nehmen. Also insofern, vielleicht werde ich dann da auch damit auflaufen. Mal schauen. Ja, bring ich mit. Ja, wir haben auch ein schönes Thema, wenn man das über seine Freundinnen sagt. Das stimmt. Wenn schon alle hässlich sind, dann muss man auch die Schlimmsten nehmen. Aber wir haben gehört, dass man bei euch auch nackt schwimmt sowieso. Deswegen Badehose packen wir gar nicht ein. Also Hauptsache gesund. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, der Kapitän schwimmt nackt. So sieht's aus. Also ich ziehe immer mit. Also egal mit welcher Badehose, Hauptsache selbstbewusst und gesund. Ja. Dann die nächste Frage. Aktion Sommerkörper, ja. Ist das ein Thema für euch, ja? Sixpack antrainieren, extra für den Sommer, Strandfigur? Ja, wir trinken sehr viele Sixpacks. Wir trinken sehr viele Sixpacks für die Figur, damit die im Sommer auch passt. Eine schöne Rundung hat. Ich glaube, wir sind etwas zu alt. Sixpack, das ist vorbei. Ich glaube, habe auch leider irgendwie das Gefühl, dass man das nicht mehr schafft. Nee. Also wir sind einfach viel unterwegs und dann ist man doch essens- und alkoholmäßig ein bisschen undiszipliniert. Und ich glaube, wenn man das
wollen würde, ein Sixpack, da müsste man sich echt zusammenreißen. Und da drin sind wir manchmal nicht so gut. Oder ich habe extra jetzt für Selene Beach Festival mir so einen Operationstermin gelegt und lasse möglichst viel Fett absaugen. Genau. Genau. Und könnt noch mitziehen, das kriegen wir vielleicht Mengenrabatt und dann geht das ab. Ja, das ist es doch. Keine Badehose, sondern so ein Anzug mit so Muskeln aufgemalt. Perfekt. Hört schon mal sehr gut an, ja. Auf wen freut ihr euch beim Helene Beach Festival privat jetzt am meisten? Könnt ihr das irgendwie eingrenzen? Wir freuen uns eigentlich immer auf unseren guten Kumpel Aki, also Bosse. Der ist erstmal live super, aber auch privat ein netter Kerl. Deswegen freuen wir uns, den zu sehen. Jennifer Rostock, mit denen sind wir befreundet und haben schon sehr viele Festivals gespielt. Sehr nette Jungs und Mädel, also auf die freuen wir uns auf jeden Fall. Die anderen kennen wir gar nicht so richtig viel, ne? Okay Kid ist auch am Start. Ja, guck mal. Ja, das ist natürlich auch schön. Die kennen wir jetzt schon echt sehr lange, ne? Ja. Aber zum Beispiel Crow kennen wir gar nicht persönlich, ne? Wer ist das? Kenn ich nicht. Noch nie gehört. Alligator kenn ich auch nicht. Also ich kenn's, aber ich hab noch nicht mit denen gesprochen. Northern Light kennen wir, glaube ich, auch, ne? Ja. Exclusive kennen wir von der, auf jeden Fall echt. Von der Sony. Geiles Line-Up. Ja, guck mal. Ja. Also wir sind gespannt. Ja. Super. Last but not least, müsst ihr jetzt noch eine Sonne malen für unsere Fans und so mit sozusagen einmal runterfallen. Sozusagen ein bisschen Liebe, ja, an unsere Fans, ja. Das macht unser Sonnenkind. Meinst du? Nee, komm, wir machen schon. Auf jeden Fall. Also, na gut. Ja, Sonne ist schon mal ein großer gelber Kreis vielleicht. Ja. Oder sollen wir so ein bisschen ESO-mäßiger malen? Mach doch mal richtig so Halbkreis mit so Sachen noch drumherum und Vögeln. Oder wir malen einfach mehrere Sonnen, oder? Jeder eine, oder was? Komm hier. Ja, komm her. Da. Jeder eine? Ich mal. Ich komme aus einem Künstlerdorf, ja, Wobbswede, da haben immer ganz viele Maler sind da und die haben immer so eher so abstrakt gemalt, deswegen. Oh, der Stift ist kaputt. Das macht nichts. Euer Budget. Unser Budget ist kaputt, ja. Hä? Ist ja auch noch falsch. Ich verstehe es nicht. So, hier, ich überlasse dir den gelben. Na, nehme ich. Perfekt. Was haben wir denn noch? Bis ich erstmal anfange. Theoretisch bin ich fertig, aber. Ah, hier. So. Und da macht man das nämlich einfach dann so, dass man diese See so hinlegt, ja. Die Sonne hat ja alle Farben in sich. Da holst du aber auf jetzt gerade. Der bunte Feuerball. Fertig. Also sehr schön. Kunst. Noch eine Geschichte dahinter und dann können wir es verkaufen. Ja. Die Karma-Sonne. Ja. Ja? Das hat eher so die schwarze Sonne. Nee, Sonnenfinsternis ist so schlecht. Oh, sehr gut. Ist auch nicht schlecht. Der Wille zählt. Also lass mich wirklich aus. Also Kunst. Ich möchte nicht zu nah treten, lass mich aus wie ein Einjähriger. Ja, das war doch auch der Plan. In die Straße malen. Ja, mein Sohn malt ungefähr so. Ja. Raucht die Sonne oder was macht die? Die raucht, dann wird Joint. Ich kiff. So, hier, das muss da drauf. Ja. Krieg ich das gebacken? Ja, das schaffe ich. Vielleicht könnt ihr das ja noch ausschneiden und eine Collage aus unseren Sonnen machen. Ja, ich glaube, die kommen sowieso alle zusammen. Ja. Aber an die Augenbrauen hast du gedacht. Immerhin. Natürlich. Und die Augenbrauen sind ganz wichtig bei der Sonne, ne? Also. So, Jungs, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja. Danke. Mich sehr gefreut. Wir sehen uns am Strand. Auf jeden Fall. Schönen Tag noch. Und viel Erfolg noch mit The Voice Kids. Danke. Ja. Ja. Was man sonst noch so wünscht, ne? Gesund bleiben, ja, bis dahin. Schönes Leben und so. Leinen los. Ahoi. Ahoi. Wir sind gerade an der wunderschönen Spree. Aber was macht eigentlich mein geliebter Helene See? Zum Glück haben wir Kadi vor Ort, die euch die Location zeigt. Kadi, was los? Hast du Bock? Hallo Beachfreunde und danke Olli, mache ich natürlich gerne. Ich bin die Kadi hier am wunderschönen Helenesee und werde heute mal für euch die Location abchecken. Folgt mir einfach.
Und auf geht's. Ich befinde mich hier am Theatergarten, der Ort, wo am Sonntag die Closing Party stattfindet. Das Highlight zum Ausklang des Festivals, das, was die Sache rund macht. We're close at the start without thinking. Caught up after one burning night. Then red flags and warning lights blinking. To cut the ties, time was just never right. Ich bin jetzt hier angekommen an der Strandterrasse. Oh Mensch, wie ich sehe, ist hier ja richtig Action. Wir checken jetzt erstmal die Lage und fragen, was hier los ist. Hallo! Entschuldigung? Hallo. Hi! Hallo. Na, was macht ihr denn hier? Jo, hi, wir machen hier heute ein Shooting zum Beachrock-Festival. Ja, ich habe halt meine ganzen Beachrock-Schicks hierher bestellt heute. Die sind halt aus allen Städten halt angereist. Dresden, Cottbus, Berlin. Und ich habe halt noch ein paar Männer dazu gebucht, die man vielleicht auch kennt, so, wenn man so ein bisschen in der Szene auskennt, ne? Aber, okay. Ja, ansonsten, ja, großes Shooting heute. Gut. Na dann, viel Spaß, wir wollen mal nicht weiter stören und wir fahren jetzt erstmal weiter zum Mainstage. Wer uns kennt, weiß natürlich, dass ich mich hier gerade an der Mainstage befinde. Stellt euch einfach vor, ein riesiger schwarzer Koloss mit mega fettem Sound. Unter anderem live on stage Jennifer Rostock, Crow, Alligator, Marek Hellmann, Bosse. Und der hat euch einen lieben Gruß gesendet und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin Bosse und ich spiele auf dem Helene Beach Festival. Das wird gut. Da kommen auch noch viele andere Bands. Und packt mal die Badehose ein, das ist hier echt ein herrlicher Badesee. Das liegt bei Frankfurt-Oder und das ist sowieso immer eine Reise wert. Also kommt vorbei aufs Helene Beach Festival. Ich freue mich. Tschüss. Danke, lieber Aki. Ich habe mich in der Zeit schon mal auf den Weg zu den Strandbühnen gemacht und wir wären ja nicht das Helene Beach Festival, wenn wir nicht 7 Bühnen hätten. Zu meiner rechten Seite befindet sich die Camea Hip-Hop Stage und wie ihr auf der linken Seite sehen könnt, die Volltone Stage. Und um die Tour komplett zu machen, fahren wir jetzt nochmal zum Laguna Beach. So, liebe Beachfreunde, Endstation hier. Im Hintergrund der Warsteiner Backstage Floor. Ganz neu im Programm und das Coole, sogar mit Dach. Denn wie ihr sehen könnt, habe ich pünktlich für euch den Regen bestellt, um euch den Hinweis zu geben, dass ihr euch auf alles vorbereiten müsst, ne? Also, Regenschirm mitbringen, Gummistiefel mitbringen, aber genauso gut Bikini, Badehose, Sonnenbrille, Sonnencreme, um euch den größten Spaß zu ermöglichen, den man auf dem Festival so haben kann, ne? Liebe Freunde, ich kann euch sagen, was für eine erste wilde Fahrt. Die See war so unruhig, aber ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet einfach wieder ein, wenn es heißt Helene Beach TV mit Captain Olli. Ahoi!
you.